Schloss Wildauen. Ein deutsch-amerikanisches Abenteuer von Karl May. Folge 1. Der Reiteroberst A.D., Prinz Otto Viktor von Schönberg-Wildauen, stand am geöffneten Fenster, gehüllt in eine undurchdringliche Tabakswolke, die sich unter den kräftigen Zügen, die er aus der langen holländischen Tonpfeife tat, immer mehr vergrößerte, sodass sie endlich das ganze Zimmer erfüllte und das Erkennen der darin befindlichen Gegenstände wirklich und allen Ernstes erschwerte. Durch diese Rauchmasse, die die liebste Atmosphäre des alten, wackeren Degenknopfes war, ertönte zuweilen ein kurzes, grimmiges Knurren, dem bald ein anhaltendes, mehrmaliges Räuspern und endlich ein lauter, zorniger Ruf folgte.